Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Far Cry. Mit mir, the Toppy. Ich weiß nicht warum, aber meine Waffe war weg. Aber jetzt, wo ich jagen gehe, sollte ich vielleicht auch meinen Bogen mitnehmen. Schade, dass man den Bogen nicht als für den Granatenwerfer eintauschen kann. Wir werden uns heute den Elefanten nehmen. Ja, hier war gerade richtig krasses Massaker, als ich das Spiel gestartet habe. Wir werden heute halt jagen gehen, ja. Hallo Freund. Freundin. Dann können wir nämlich nicht von Viechern angegriffen werden, aber wir können angegriffen. Bei euch. Kommst du hier durch? Ja! Auch ja! Guten Tag! Damit habt ihr nicht gerechnet, damit habt ihr nicht gerechnet. Blöde, miese Penner. Hat ordentlich aufs Maul bekommen. Richtig so. Ach du meine Güte! Was? Wir müssen uns Honigtaxe fahren. Ich weiß, es bedeutet schlechte Karma. Aber manchmal suche ich tote arme Soldaten. Ich glaube gar nicht, dass sie alles bei sich haben. Was haben wir denn da? Ein Vogel und ein Adler. Warte, was war das? Thank you.
Na komm, jetzt bleib hier. Meine Fresse! Jetzt nicht. Willst du mich verarschen? Wie viel hältst denn du aus? Nicht mehr. Ich bin leer geschossen. Vielleicht hast du viel ausgehalten jetzt. Echt krass. Was sagtest du? Was willst du? Ein Elefant! Aus dem Weg, Leute! Was mit dir? Spasti. Julia! Habe ich genug? Wahrscheinlich nicht, oder? Eins. Also ich finde Elefanten toll. Weg.
Ich habe mir früher, als ich noch klein war, immer gewünscht, auch so einen Elefantenhals zu haben, ne? Aber das kann man halt nicht machen, weil Elefanten gehören in die Natur. Und Wilderern gehört einfach mal irgendwas aufs Maul schlagen. Nein, ich spiele jetzt halt ein Spiel, ja. Das ist ein Unterschied. Auch wenn viele sagen, dass jetzt hier das spielen und dann sagen, Wilderer gehört aufs Maul gehauen. Das ist halt. Für mich ist es immer anders, ein Spiel zu spielen, als hier jetzt in echt sowas zu machen. In echt würde ich sowas nie machen. Das würde ich mir meinen Lebtag lang nicht verzeihen. Hier versuche ich auch nicht das zu erlegen, was ich benötige. Jetzt hier mit den Rothunden da vorne. Das tut mir leid, ja, aber da sind meine Freunde und Rothunde greifen gerne Menschen an. Okay. Nix Scheiße. Ja, gut. Also liebe Leute, für mich ist das ein Unterschied. Wenn ihr mir das jetzt übernehmt, dass ich das sage, dann ist das so. Dann will ich da gar nicht weiter in das die Materie eintauchen, aber wie gesagt, Wildern würde für mich niemals in Frage kommen. Ich meine Jagen. Bei Jäger, die wollen halt versuchen, dass nicht Nein, alles gut. Eskaliert nicht, da sind Hunde. Da sind Hunde! Lauf doch nicht da rein! Ernsthaft? Was seid ihr, Mie? Schieß nicht auf meinen Elefanten! Ach du meine Güte! Ohne Witz, Leute. Du darfst doch nicht. Du kannst doch nicht von Elefanten laufen, Mann. Ich bin nicht mehr so jung wie früher. Wow! Was? Bei den Göttern! Jetzt laufen wir doch nicht auch noch davor. Ich hab doch schon minus Karma. Ja, lauf einfach weiter. Bringen wir den Elefanten wieder dahin zurück, wo wir ihn her haben. Und jeder, der das verhindern will, geht aufs Maul. Ein Adler! Wo hat wer geschrien?
Hier? Nee, hier raus nicht. Oh, nicht. Vorsicht, nicht fallen. Wo ist der Tiger hin? Ich werde mich in der Nähe meiner Leute aufhalten, der kommt kaum. Ein Tiger! Außer Rothunde. Aber das kann ich auch nicht machen. Die Rothunde habe ich nicht gehäutet, weil ich halt die Waffen gut machen wollte. Fuck, das ärgert mich. Bei den Göttern! Ja, bei den Göttern. Ihr versteht euch doch prächtig. Lauft nicht in getrennte Richtung. Diesmal hattest du Glück. Glück nennt ihr das? Gut, dass du mich in Ruhe gelassen hast. Ja. Was geht denn hier ab, Alter?
doch noch unser Posten, oder? Ja. Wollte gerade sagen, Alter. Die Royal also. Army hat herausgefunden, dass die Waffenschieber uns mit Munition versorgt haben. Ihr Lager ist vernichtet. Oh. Da wächst jetzt überall Mohn. Auch eben Munition auch für. Ja. Hier. 6 weitere Glockentürme. Okay. So lang können wir die Schrotflinte noch dazu packen. So, aber ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinterlasst uns eine Kritik. Bis zum nächsten Mal und ciao.